T teilt nicht G. Also wir wollen ja zeigen, T teilt G. Wir gehen jetzt mal davon aus, T teilt nicht G. Jetzt haben Sie schon gesagt, was gilt dann, wenn T nicht G teilt? Ja, das kommt am Schluss raus. Dann als, der Widerspruch wird sein, G ist nicht der GGT. Okay. Aber Sie hatten eben schon einen richtigeren Ansatz gehabt. LP, was gilt dann für so ein... oder KP, ja? Genau. KP, also KP größer gleich LP. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen mit dem für alle und so. Also, wenn eine Zahl x eine Zahl y teilt, dann gilt für alle Primzahlen, dass MP kleiner gleich NP ist. Wer angenommen, x teilt y nicht, also die Negation hiervon, was ist die Negation davon? Vorsicht. Gilt dann für alle Primzahlen, dass das nicht gilt? Ja? Genau. Dann gibt es mindestens eine Primzahl, für die das nicht gilt. Ne? Immer aufpassen mit der Negation. Wenn ich das hier negiere, nicht für alle Primzahlen gilt das hier. Ne? Dann ist das gleichbedeutend mit, ich kann die Negation hier rüberziehen und dann ändert sich der Quantor. Es existiert eine Primzahl, für die nicht MP kleiner gleich NP ist. Und das ist dasselbe wie, es existiert eine Primzahl, für die gilt, NP ist größer als MP. Weil nicht kleiner gleich bedeutet größer. Andersrum, Entschuldigung. MP größer als NP. So. Ne? Wenn MP nicht kleiner oder gleich NP ist, dann muss es größer sein. So. Das heißt, wenn T nicht G teilt, dann folgt daraus, dass eine Primzahl existiert, die nennen wir jetzt mal P'. Irgendeine Primzahl, okay, für die gilt KP ist größer als LP. Ich mache das da unten mal weg, weil ich glaube, wir schlagen einen anderen Weg ein. So. So, also, wenn T nicht G teilt, muss es irgendeine Primzahl geben, bei der der Exponent P, also bei der der Exponent KP zu dieser Primzahl größer ist, also bei T größer ist als der entsprechende Exponent bei G. So. So, wenn wir das wissen, dann wissen wir doch auch, dass P' hoch KP', also wenn jetzt wenn ich tatsächlich diese Primzahlpotenz mal bilde, hoch LP', genau, das also, wenn ich jetzt tatsächlich, wenn KP' größer als LP' ist, dann ist auch die Primzahl P' hoch KP' größer als die Primzahl hoch LP'. Also gerade diese Primfaktorpotenz ist größer. Ja? Mhm. Ah, oh, Entschuldigung. Genau, wenn wir hier sicher gehen wollen, sollten wir schreiben, x teilt nicht y, ne? Genau. So, genau. So. Ja? Wir können schlecht p sagen, weil wir hier oben für alle p sagen und damit ist p so eine Laufvariable, okay? Während wir hier jetzt uns ein ganz konkretes rausnehmen, dem müssen wir einen neuen Namen geben. Wir könnten es auch v oder z oder c oder so nennen.
Aber damit wir noch wissen, dass es eine Primzahl ist, habe ich gesagt, naja gut, nehmen wir es mal P'. Wir könnten es auch P-Blitz oder so nennen, weil das wird unser böses P sein. Oder P-Böse. Genau, wir nennen es P-Böse. 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 So. Dann ist KP-Böse größer als LP-Böse. Und P-Böse hoch KP-Böse ist größer als P-Böse hoch LP-Böse. So. Also wir haben eine böse Primzahl, bei der der Exponent bei t größer ist als der bei g. Ja. Ja, genau. Okay, hier habe ich jetzt vergessen vom Typ p. Ja, weil wir es p genannt haben, ist klar. Ja. Können wir noch hinschreiben. So, okay. Oft verzichtet man an der Stelle drauf, wenn es aus dem Kontext nicht ergibt. Ne? So. So, jetzt bilde ich mal folgende Zahl. Aufgepasst. Jetzt bilde ich mal folgende Zahl. Oder ich schreibe erst nochmal G hin. Wenn ich G hinschreibe, G haben wir gesagt, ist ja hier die Primfaktorpotenz oder Primfaktorzerlegung sieht so aus. Wenn ich die jetzt mal aufschreibe in Reihe, ne, dann habe ich die erste Primzahl hoch LP1 mal die zweite Primzahl hoch LP2 mal die dritte Primzahl hoch LP3 mal Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so weiter. Und irgendwo habe ich in der Primfaktorzerlegung von G ja drin stehen P böse hoch LP böse. Na? Und da hinten geht es weiter mit P K hoch L. Nee, kein K. PR hoch LPR und so weiter. Ne? So. Also irgendwo in der Primfaktorzerlegung von G steht P böse hoch LP böse drin. Jetzt mache ich mal das Folgende. Jetzt bilde ich mal G' oder bilde ich G böse. G böse ist eine Zahl, die fast so wie der größte gemeinsame Teiler ist, nur tausche ich ein Element aus. Ich ersetze P böse hoch LP böse durch P böse hoch KP böse. Okay? Also, ich bilde G böse. G böse sieht genauso aus wie G. So, ich habe die Primfaktorzerlegung von G genommen und nur an der Stelle, wo P böse steht, nehme ich nicht mehr meine alte Exponenten LP böse, sondern ich nehme den entsprechenden Exponenten aus T, also KP böse. Ja? Wir wissen ja, dieser eine Exponent KP böse ist von dem T größer als G, als der von G, LP böse. Und jetzt tausche ich das aus. Damit weiß ich doch, dieser abgewandelte GGT, G böse, bei dem einer der Exponenten größer geworden ist. Dieses G böse ist echt größer als G. Wir wissen, das KP-Böse ist größer als LP-Böse, deswegen war ja diese Primzahlpotenz hier größer als diejenige. Und wenn ich diese hier in dem G ersetze durch diese hier,
dann wird g böse auch automatisch größer als g. Ja? Genau, Sie sagen g böse, da muss jetzt sozusagen darauf hin, g böse ist größer als g. Also g böse ist größer als der größte gemeinsame Teiler, was ja prinzipiell erstmal kein Widerspruch ist. Es gibt immer unendlich viele Zahlen, die größer sind als irgendein größter gemeinsamer Teiler. Jetzt müssen wir noch sagen, dass g böse tatsächlich auch ein gemeinsamer Teiler ist. Ist? Bitte? Was? Wieso finden Sie den doof? Sie finden den Beweis doof, weil er zu lang ist. Ja, okay. Vorschlag, wir machen das noch fertig und dann gehen wir nochmal in Ruhe durch und versuchen die Struktur nochmal zu verstehen, okay? So. Also wir wissen jetzt, g böse ist größer als g. Und jetzt müssen wir zeigen, dass g böse auch ein gemeinsamer Teiler ist. Von a und b. Ja? Ja. Wir schreiben es jetzt formal hin, klar. Die Frage ist nur, na gut, wir wissen jetzt, die Zahl g böse ist größer als g. Aber das ist noch kein Widerspruch, weil wir nicht wissen, ob g böse auch ein gemeinsamer Teiler ist. Es gibt ja immer viel größere Zahlen als irgendeine natürliche Zahl. Dass eine Zahl größer ist als ein gemeinsamer Teiler, ist ja noch nichts Schlimmes. Können wir denn zeigen, dass g böse auch ein gemeinsamer Teiler von a und b ist? Also können wir sagen, was wir eigentlich auch sagen müssen, ist g böse teilt a. Teilt g böse a. Hier steht die Primfaktorzerlegung von g böse. So. Wann teilt g böse a? Nach dem Teilbarkeitskriterium. Ja? Genau. Wir wissen, alle LPs sind kleiner gleich MP. Das sind die Exponenten von a. Und auch alle KPs sind kleiner als MP. Das sind auch die Exponenten von a. Und hier stehen nur LPs und KPs. Dieses eine KP da, ne? Ist aber auch kleiner gleich MP, der Exponent von A. Das heißt, alle Exponenten hier bei G böse sind kleiner gleich im Exponenten von A, also teilt G böse A. Mit dem gleichen Argument teilt G böse auch B. Alle Exponenten von G böse, alle LPs sind kleiner gleich als die Exponenten von B. Und dieses eine KP böse, dieses eine KP ist auch kleiner gleich NP. Das heißt, alle Exponenten von G böse sind kleiner gleich B, also teilt G böse auch B. Und das ist ein Und. So, jetzt erst haben wir einen Widerspruch. Wir wissen, G böse ist gemeinsamer Teiler von A und B und G böse ist größer als G. Also ist G böse gemeinsamer Teiler, der größer ist als der größte gemeinsame Teiler, was nicht sein kann. Wir haben jetzt einen Widerspruch erzeugt aus unserer Annahme, T teilt nicht G. Das führt zum Widerspruch. Also muss das Gegenteil gelten, T teilt G. Und das war zu zeigen. Das ist nicht die Hinrichtung. Genau, das ist die Vorwärtsrichtung, ne? Ja, ja. Die andere Richtung haben wir noch nicht gezeigt, die kommt jetzt. Oh nein! Ich sag, die andere Richtung kriegen wir in einer Zeile hin. Hm? Ja, verspreche ich. Bitte?
Die Zeile ist ziemlich lang hier, genau. Und ich kann ganz klein schreiben. Nee, okay. Also, ich versuche nochmal strukturiert diesen Beweis wiederzugeben, okay? Alle zurücklehnen, relaxen, konzentrieren. So. Jetzt Konzentration. Wir haben vier Zahlen, die beteiligt sind. A, B, T und G. T ist irgendein Teiler von A und B, irgendein gemeinsamer Teiler. G ist der größte gemeinsame Teiler. Das sind die jeweiligen Primfaktorzerlegungen der vier Zahlen. Sowohl T als auch G teilen A und B. T ist ein gemeinsamer Teiler, G ist ein gemeinsamer Teiler. Nach dem Teilbarkeitskriterium gilt, wie man T teilt A, T ist ein gemeinsamer Teiler, also sind die Exponenten, ich sage jetzt immer nur die Exponenten von T, okay, das sind die Exponenten der Primfaktorpotenz und so, aber das sind die Exponenten von T sind kleiner gleich als die Exponenten von A und B. Genau das gleiche gilt für G. G ist ein gemeinsamer Teiler, also sind die Exponenten von G, LP, kleiner gleich als die von A und B. Sowohl von T als auch von G sind die Exponenten kleiner gleich als die Exponenten von A und B. So. Und jetzt gehen wir vom Widerspruch aus. Wir gehen davon aus, T teilt nicht G. Wir wollen ja zeigen, T teilt G. Und jetzt gehen wir davon aus, T teilt nicht G. Wenn T nicht G teilt, dann muss es irgendeinen Primfaktor geben, bei dem der Exponent von T größer ist als der von G. T muss irgendeine Primzahl haben mit einem größeren Exponenten als die entsprechende Primzahl, der entsprechende Primfaktor bei G. Das ist P böse. So. Das heißt, diese Primzahlpotenz in T ist größer als die in G. Und jetzt basteln wir uns aus G ein G böse, indem wir gerade diesen Primfaktor aus G rausnehmen und durch den größeren von T ersetzen. Wir tauschen einen Primfaktorpotenz tauschen wir aus in G. Wir nehmen die aus T. Und jetzt zeigen wir, dadurch wissen wir, G böse ist größer als G, weil wir eine Primzahlpotenz rausgenommen haben und durch eine größere ersetzt haben. Ist also die gesamte Zahl größer. Und wir wissen, dieses G böse muss auch gemeinsamer Teiler von A und B sein. Weil alle Exponenten, die hier stehen, das sind ja fast alles Ls. Ja? Bis auf 1, dieses K, aber das spielt keine Rolle. Alle, die da stehen, sind kleiner gleich als die Exponenten von A und B. Mit dem Teilbarkeitskriterium teilt also G böse A und teilt auch B. Damit ist G böse ein gemeinsamer Teiler, der größer ist als der größte gemeinsame Teiler. Das ist ein Widerspruch. Also stimmt die Annahme nicht, dass T nicht G teilt, also muss T G teilen.